Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Kann man vielleicht einen Kanister da oben hinstellen? Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Unterhaltung? Na, vielleicht probiert's ja. Können wir nicht quatschen? Nein, können wir nicht. Das ist natürlich blöder. Wir quatschen mal den an. Hey, Janosch. Ah, Ruvus, du dem Organon und so. Dem Organon. Ja, der Peter-Ausrüstung ist ja nicht vorhanden. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Ja. Viva la Revolution. Die haut uns ja nur wieder um. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Was mir alles passiert ist, Delfinbecken hatten wir ja. Fragen zu Delfinen brauchen wir ja nicht. Doch, die Lösung muss hier drin sein, bei den Delfinen. Ich habe ein paar Fragen. Oh nein. Okay, aber... Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Oh, könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Das kann ich aktivieren, da liegt ein automatisch hin. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Pony, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Ruvus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Wenn das Torpedo-Delfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedo-Ausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ja, wer war denn wohl der Pavian? Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Ja, physische Komik, das ist eigentlich da hinten. Das Problem ist halt, machen wir das. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Ah. Ich glaube, wir sind von... Ja. Ich muss Lucha an... Was denn? Ich dachte... Ja, irgendwas haben wir noch vergessen. Wollen wir da hingehen? Weil ich kann nur das hier aktivieren und... dann rutsche ich aber durch. Das reicht also noch nicht ganz. Der legt es ja völlig automatisch hin. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hat er sogar noch ruhig gut. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ein Feinschliff. Ein Feinschliff. Hier draußen ist nichts bis auf den Knopf. Hat er mit der Maschine zu tun. Da kriegen wir aber nicht rein, weil... Das Dieselöl ist alle. Weil das Dieselöl ist alle. Ich brauche also Dieselöl. Hier habe ich nur Feuer. Brennendes Fass. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Vielleicht kann mir wirklich Ghoul helfen. Vielleicht hat die irgendwo Dieselöl rumliegen. Wer weiß, wer weiß. Weil Kronk scheint es da unten ja nicht zu haben. Den kann man gleich nochmal fragen, diesbezüglich. Hey, Ghoul! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Okay, der ist mal langweilig. Kommst du mit zum Wahrsager? Nee. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedo-Delfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Oh, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaube ja auch nicht an sowas, aber...
Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt. Okay, nehmen wir noch die andere Goal. Baby Goal. Baby Goal. Was kommt zu Janosch? Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? Soweit bin ich. Okay, das ist nicht... Ach Mann. Beim Wahrsager waren wir eigentlich schon. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme naive Goal. Ja, das bringt mir aber auch nichts derzeit. Keine Spur von Donner Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. So, was sagt man schon? Ich folge dir überall hin. Okay, wir reden erstmal mit einem hier. Mit dem hier, mit Bozo, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Na ja, haben wir hier Quatsch. Das ist ja... Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Oh, da. Wie geht's weiter? Darf ich mal fahren? Hm. Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Ja, Bose sagt aber auch nichts. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter, es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Aha, Informationen kriegt man keine. Ich brauche irgendwie... Was ist jetzt los? Okay. Ich brauche Treibstoff. Er hat noch ein paar Optionen. Mit denen kann ich auch noch ein bisschen reden. Und er hat zumindest einen Regenschirm. Das bringt mir aber auch nicht viel. Ich brauche nur ein bisschen Dieselöl. Und das ist das Einzige. Digga. Jo. Du lernst dazu. Aber einmal Jo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. So, dann fragen wir mal. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Der hat aber auch nichts zu sagen. Hier geht es nur zum Reden. Da erzählt immer noch ein bisschen was über Portafisco. Was war's eigentlich? Portafisco. Was möchtest du wissen? Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Lass uns das Thema wechseln. Ich komme hier nicht weiter. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Portafisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand Probieren wir mal Kanister und geht jetzt mal ganz kreativ ran. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Es hat mit der Maschine zu tun. Irgendetwas. Aber vielleicht fehlt ja irgendjemand von denen. Man kann das doch mal gucken. Janosch? Gib mir ein bisschen Öl. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten.
Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Nicht wirklich. Sag mir Bescheid, wenn du etwas findest, das ich zubereiten soll. Auch nicht, Toni? Du vielleicht? Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit, jeden Müll mit dir rumzuschleppen, den du findest? Und hast du immer noch diese Angewohnheit, aus dem Meer zu steigen und Küstenstädte zu zertrampeln? Godzilla. Die Idee war gut, aber Rufus, Arme waren zu kurz. Wer hat das gesagt? Was? Nummer. Die Idee war gut, aber Rufus, Arme waren zu kurz. Wer hat das gesagt? Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Meinst du, Reisziel ist? Hätte ich jetzt das nächste gemacht mit Reisenzielen. Weil ich komme hier nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Ich habe alles soweit abgesucht. Soweit gefunden. Dann, Alter. Lass mich den Boso. Alles klar, Schiffsteuermann. Eigentlich ist Captain die... Über deine erstmal. Tja. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. So. Zurück an die Aber ich... Oben in der Stadt, sagst du? Das ist besoffen. Ich gehe nach oben. Und hier ist nichts weiter. Ich kann nur hier zurück zum Kai. Den kann ich nicht ansprechen. Toll. Und ich habe hier nur so einen Reifen-Dings. So, dann habe ich schon probiert, hier vorhin mit dem Kanister irgendwas zu machen. Dann macht er nicht. Zugegeben, es ist Schrott. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf den Müll gehört. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Brennen. Ja, das Einzige, was bei mir brennen könnte, wären vielleicht die Bananen. Aber die Bananen kann ich ja nicht angucken. Sehr toller Schwachsinn eigentlich. Moment, links vom Eingang. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Organ. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. So, links vom Eingang ist hier nichts weiter. Hier ist halt nur das brennende Fass, das ich derzeit nicht verwenden kann. Go und Gün. Kann ich nur mit zwei reden? Nein, kann ich nicht. Die hat mir auch nicht angezeigt, dass ich mit dir reden kann. Hier mit der Flasche vielleicht. Ich kann nicht mit denen reden. Ja? Geht nicht. Das Symbol ist auch nicht da. Ich kann nur mit denen reden. Also mit ihr. Mit ihnen kann ich reden. Das war's eigentlich. Ich kann jetzt hier reingucken, ob das der hier vielleicht Sprit hat für mich. Ich lass mal wahr sagen. Vielleicht funktioniert's ja. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Ich sehe, du hast noch... Aber... Hat keiner mal sagen. Ich habe es... Reisen habe ich gerade probiert, Der Boso lässt mich da nicht hinreißen. Also lässt mich das nicht benutzen hier. Pass auf, ich zeig's euch. Warte. Hier ist das Radar. Ich kann's auch nicht verwenden, das ist nur das Angucksymbol. Ah, mit Rechtsklick, ja. Ich hab Linksklick gemacht. Okay, wir sind jetzt an einer Ice Station. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Doch, funktioniert. Was für eine Enttäuschung. Wasserhahn? Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Den finde ich ganz cool. Den hier von Typen. Schneehaufen? Kann ich verwenden? Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Ne, haben wir schon mal Vielleicht Eis. Jetzt bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Schlauch? Kann er einpacken? Der Nordpol. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Haben wir das denn nicht? Das ist das Nordpol, das ist das Schild, kann man sich angucken. Sterne kann man sich angucken. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen.
Die Klingel?